Funktionsprinzip einer Bildröhre. Erklärt an einer Ionenbildröhre, Baujahr ca. 1905 bis 1910 und einer LB7 von 1941. Die Ionenbildröhre verfügt über eine Kathode. Diese ist nicht geheizt. Das ist der Pumpstutzen, um die Röhre zu evakuieren. Wobei das Vakuum ist nicht sehr hoch, die Röhre besteht noch an einem geringfügigen Luftdruck. Einen sogenannten Wellnillzylinder. Der Wellnillzylinder hat ein kleines Loch. Durch dieses Loch wird der Elektronenstrahl fokussiert. Der Wellnillzylinder ist gegenüber der Kathode negativer geladen. Eine Anode. Die Anode beschleunigt die Elektroden. Diese Röhre wurde eingesetzt in einem Elektrometer und verfügt deshalb nur über ein Ablenkpaar und der Elektronenstrahl wird als breiter Strahl ausgeführt. Deshalb hat die Anode kein Loch, sondern ein Muster in Form eines Schlitzes. In etwas Entfernung gibt es das Ablenkpaar. Dieses wird elektrostatisch geladen und der Elektronenstrahl wird entsprechend der Ladung nach oben oder nach unten abgelenkt. In weiterer Entfernung ist der Sichtschirm. In diesem Fall ist es eine Klimaplatte, die mit Phosphor beschichtet ist. Die Röhre ist ungefähr 63 cm lang und das beschreibt auch das Problem von elektrostatisch abgelenkten Röhren. Die Röhre selbst muss sehr langsam, da der Elektronenstrahl relativ langsam ist, da keine zusätzliche Beschleunigung besteht. Modernere Röhren, wie die später gezeigte LB7, haben noch eine zweite Nachbeschleunigung, die dazu führt, dass die Röhre wesentlich kürzer ist. Die LB7 ist im Vergleich nur noch 18 cm lang. Das ist das Datenblatt der LB7. Moderne Bildröhren verfügen über eine indirekt geheizte Kathode, wie fast alle Röhren. Der Wellnillzylinder ist als G1 bezeichnet. Hier ist die Kathode. Das ist der Wellnillzylinder. Das hier bezeichnete Gitter 2 ist eine Fokussierelektrode, die den Strahl etwas fokussiert. Das ist die kleine Platte hier. Hier, das ist Gitter 2. Das ist der Wellnillzylinder. Man sieht hier das kleine Loch für den Elektronenstrahl. Hier ist die erste Beschleunigungsanode. Die ist hier eingezeichnet als A2. Entschuldigung, als A1. Dann kommen die Ablenkplatten.
für die Messplatten, also das ist die Y-Ablenkung, die haben eine höhere Empfindlichkeit als die X-Ablenkung, also die zeitliche Ablenkung. Man sieht auch in der Röhre selbst, dass die Platten für die Y-Ablenkung sind größer als die Platten für die X-Ablenkung. Die Graphitbeschichtung ist intern mit einem kleinen Metallfaden bzw. Metallklammer mit der zweiten Anode verbunden und sorgt für die weitere Beschleunigung des Strahls, dass also der Elektronenstrahl relativ schnell zum Schirm kommt und somit sehr zügig abgelenkt wird und auch kleinere Signale dargestellt werden. Der Schirm selbst besteht aus einer Phosphorschicht. In diesem Falle leuchtet sie grün. Es gibt auch Phosphore, die blau leuchten bzw. orange mit verschiedenen Nachhaltigkeiten, also die Zeit, die der Strahl braucht, oder doof formuliert, die Nachleuchtdauer. Also ich belichte das Phosphor und der Punkt braucht einige Zeit, bis er vergeht. Also je kleiner meine Nachleuchtdauer ist, umso höhere Auflösung kann ich zeichnen, weil der Strahl umso kürzer sichtbar ist. Die Betriebsspannungen sind relativ moderat für diese kleine Röhre. Die Beschleunigungsspannung der Anode sind 2000 Volt. Der Wendelzylinder wird ungefähr von minus 35 bis minus 75 Volt beschaltet. Und die erste Anode zur Beschleunigung ist mit 400 Volt. Die Ablenkempfindlichkeit ist in diesem Falle bei 1000 Volt Anodenspannung 0,14 cm pro Volt, also 14 mm, und bei 2000 Volt entsprechend kleiner 0,07 mm pro Volt. Und man sieht, dass die Zeitplatten, also die X-Ablenkung, ist etwas kleiner in der Auflösung, während die Y-Auflösung, also die Messplatten, eine höhere zeitliche Auflösung zulassen.